9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Es reicht. Zwei Worte, die ich auf der Demo Kohle stoppen, Klimaschutz jetzt am 1. Dezember in Köln häufig wahrnehmen konnte. Zeitgleich in Berlin und Köln demonstrierten 36.000 Menschen für den Kohleausstieg. Weil ich mich aber nicht zerteilen kann, werde ich nur von der Demo in Köln berichten. Neben Superbands traten auch sehr gute Redner mit befeuernden Reden auf die Bühne. Und ich möchte ehrlich sein, ihr müsst in dieser Kommission nicht jeden faulen Kompromiss mittragen. Besser keinen Konsens als einen falschen. So konnten wir Michael Zobel, der vor allem durch die Führung durch den Hambi bekannt ist, uns nicht spalten in diesen friedlichen, kreativen, bürgerlichen Widerstand und diese Kriminellen. Nein, wir können über Methoden streiten, aber wir alle gehören zusammen und am Ende werden wir gewinnen. Lasst die Kohle im Boden. Helft mit. Danke. Mehrere Jugendlichen aus verschiedenen Naturschutz-Jugendverbänden. Denn es sind nicht die Mitglieder der Kohlekommission oder der Bundesregierung, die in 20, 30 oder 50 Jahren mit den Folgen des Klimawandels zu kämpfen haben. Das sind wir. Und noch viele mehr hören. Und deshalb haben die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, Bioland, Demeter, Naturland und Biokreis sich zusammengesetzt und haben einen bäuerlichen Klimaappell an die Bundesregierung gerichtet mit einer ganz klaren Forderung. Die Bundesregierung muss das 1,5-Grad-Ziel ansteuern. Alles andere ist verantwortungslos. Gegen 13 Uhr bewegte sich der Demozug vom Deutzer Werft über die Deutzer Brücke Richtung Neuköllner Straße und anschließend über die Blaubacher und Mühlenbacher Straße wieder zurück. Unsere Rufe sowohl in Köln als auch in Berlin sollten so laut gewesen sein, dass Politiker in Nordrhein-Westfalen als auch im Bundestag unsere Parolen wahrgenommen haben müssen. Wir dürfen also hoffen, dass unsere Politiker sich endlich mal aus ihrer Komfortzone herausbewegen und die Arbeit der Kohlekommission nicht weiter behindern und den Kohleausstieg einläuten. Dass die Kohle geht für immer und zwar jetzt! Ich hatte auf jeden Fall einen schönen Tag in Köln und hoffe, dass Deutschland sich nun endlich mal in die richtige Richtung bewegt. Das mit der Kohle ist einfach Irrsinn und man sollte das sofort lassen. Aber einen gibt's, der hat das offenbar nicht verstanden. Armin Laschet. Armin Laschet, unser aller Freund, ich höre schon, ihr mögt den genauso gern wie ich, der stänkert und lästert gegen den Kohleausstieg, wo er nur kann. Das ist angeblich zu teuer oder es gefährdet angeblich den Industriestandort oder es geht gar nicht. Ehrlich, das ist doch alles Blödsinn. Das Einzige, was Laschet will, ist den Ausstieg verzögern, verhindern, verschleppen. Echt mal, Armin, Laschet! Denn erste Auswirkungen des Klimawandels haben wir ja immerhin schon mitbekommen. Also das war es mit meinem kleinen Bericht. Ich kann nur an unsere Politiker appellieren. Hopp, hopp, hopp! Kohle, stopp! Und damit over and out. Green World Facts Team. Liebe Leute in der Kommission, ich wollte euch eigentlich was versprechen heute. Aber ich glaube, wir können das alle zusammentun. Es ist was ganz Einfaches, was wir euch versprechen können. Faule Kompromisse werden wir nicht akzeptieren. Und zwar aus einem ganz, ganz einfachen Grund. Ihr in eurer Kommission, ihr könnt da verhandeln. Viel und lange und geduldig. Aber das Klima verhandelt nicht. Die Physik verhandelt nicht, Leute. Also wenn ihr in eurer Kommission da einen Konsens in Anführungszeichen aushandelt, der nicht ausreicht, um die Klimaziele zu erreichen, dann ist das kein Konsens. Guckt euch mal um, das ist kein Konsens, sondern das ist Nonsens. Und solchen Nonsens wird auf wem wir entschieden entgegentreten. Leute, wenn bei eurer Kommission da wieder nur irgend sowas wie später mal rauskommt, wenn ihr nur ein, zwei Alibi-Kraftwerke abschalten wolltet, dann werde ich persönlich da nicht zusehen, sondern ich werde diesen Nonsens dann blockieren. Und wenn ich mich hier so umsehe, ehrlich gesagt, habe ich das Gefühl, ich bin nicht alleine, oder? Ende Gelände. Ausgeströmt in Weiß gehüllt,
von Gewissen ausgefüllt, auf die Sohle abgetaucht, Widerstand, wie man ihn braucht, auf geht's, ab geht's, Ende Gelände.